Willkommen. Dieses Video soll Ihr Interesse an Rogers, dem Vordenker der personenzentrierten Didaktik, wecken. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Grundannahmen und Begriffe von Carl Rogers. Carl Ransom Rogers wurde 1902 in Oak Park, einer Vorstadt von Chicago, Illinois, in den USA geboren. Seine Mutter war überzeugte Christin und Hausfrau. Sein Vater war Ingenieur. Rogers Denken war anfänglich durchaus von christlichen Überzeugungen inspiriert. Sein Leben wurde vom Ersten und Zweiten Weltkrieg begleitet. Seine akademische Laufbahn startete er an der Universität von Wisconsin in Madison. Dort belegte er anfänglich Kurse zur Agrarwissenschaft, um dann Geschichte und Theologie zu studieren. Als er dann eine längere Reise nach Peking machte, fing er jedoch an, seinen Wunsch, Priester zu werden, zu überdenken. In Peking nahm er an der World Student Christian Federation Conference teil, wo er vor allem das Aufdrängen einer bestimmten Denkweise kritisch in den Blick nahm. Er brach sein Studium am Union Theological Seminary bereits nach 2 Jahren wieder ab und wechselte an die Columbia University nach New York City. In der ersten Zeit am Teacher College waren vor allem Leta Hollingworth und William Earl Kilpatrick für sein Engagement im Spannungsfeld von Psychologie und Pädagogik ausschlaggebend. Hollingworth, bei dem er klinische Psychologie studiert hat, hat er als Kombination von freundlichem und warmem Gemüt und wissenschaftlicher Professionalität bewundert. Kilpatrick, früherer Schüler von John Dewey, hat Rogers für die progressiven Denkweisen von Dewey begeistern können. Mit John Dewey teilte er das Nachdenken über etwaige anthropologische Begründungen der Pädagogik. Sowohl Dewey als auch Rogers sehen den Menschen als aktives Wesen an. Dewey geht davon aus, dass der Mensch von Grund auf aktiv ist. Er stellt sich jedoch nicht die Frage nach vermeintlichen Antriebsfaktoren. Rogers dagegen stellt die Frage nach vermeintlichen Antriebsfaktoren durchaus. So ist Rogers Menschenbild im Kern von der Aktualisierungstendenz und dem damit verbundenen Bedürfnis nach positiver Beachtung geprägt. Aktualisierung meint das Streben des Menschen nach Wachstum, Differenzierung, Autonomie und sozial-konstruktiver Werthaltung. Gleichzeitig hat der Mensch das Potenzial, frei zu sein und die Form dieses Strebens auszugestalten. Wenn Rogers Freiheit sagt, dann meint er eine Freiheit innerhalb des Individuums, eine Freiheit der eigenen Einstellung gegenüber allen möglichen Lebenssituationen. Die damit verbundene Fokussierung auf das Subjekt, sein positives Menschenbild, die Aktualisierungstendenz und vor allem Rogers universelles Ziel, nämlich die sich verwirklichende und voll handlungsfähige Persönlichkeit, bilden den Kern seines humanistischen Denkens. Vor diesem Hintergrund entwickelt Rogers eine neuartige Therapieform. So widmet er die zweite Hälfte seines Lebens hauptsächlich der Entwicklung und Etablierung der personenzentrierten Psychotherapie. Sie ist eine Form der Gesprächstherapie, in der non-direktive und wertschätzender Umgang mit den Klientinnen und Klienten sowie Empathie und Kongruenz im Mittelpunkt stehen. Dadurch können Klientinnen und Klienten ein positives Selbstkonzept entwickeln und sich zur verwirklichen und voll handlungsfähigen Person entwickeln. Darüber hinaus hat Rogers noch einen beachtlichen Denkanstoß zum lernendenzentrierten Unterrichten beigetragen. In seinem Buch Freedom to Learn legt er sein pädagogisch-didaktisches Kernplädoyer dar. Rogers spricht sich für Lernen in Freiheit und für selbstbestimmtes Lernen aus. So wurde er ein Vertreter einer Didaktik, die Lernende in den Mittelpunkt stellt. Wenn wir noch einen kritischen Blick auf Rogers Merkmale des sich verwirklichenden und voll handlungsfähigen Menschen richten wollen, dann fragen wir uns, ob die Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Erfahrungen zu einem akritischen Umgang mit der Umwelt führt und nicht, wie Rogers postuliert, zu einer Person, die gesellschaftliche Konformität herausfordert. Darüber hinaus fragen wir uns, ob und wie die Selbsttransparenz als Bildungsziel begründbar ist. Abschließend sei noch Rogers Nähe zu Österreich bemerkt.
In den 80er Jahren wurde Rogers teilweise durch Professoren der Universität Wien begleitet und besuchte mehrere Städte in Österreich. Die Begegnung mit der österreichischen pädagogischen und psychotherapeutischen Szene war von Höhen und Tiefen geprägt. Wie Rogers seinen persönlichen Kontakt beurteilt, lesen Sie am besten selbst. Carl Rogers verstarb 1987 an den Folgen eines Sturzes. Rogers lebte vom 8. Januar 1902 bis zum 4. Februar 1987, also fast das ganze 20. Jahrhundert. Diese Zeit war eine Zeit der Weltkriege und globalen wirtschaftlichen Veränderungen. Rogers war anfänglich von seinem christlichen Elternhaus geprägt. Sein erster Berufswunsch war es, Priester zu werden. Seine zahlreichen Reisen und das christlich-dogmatische Denken haben ihn umdenken lassen. Im Teacher College kam er mit progressiven und offenen Menschen und Theorien in Kontakt, die ihn in weiterer Folge zu einem der bedeutendsten Humanisten werden ließen. Seine theologischen Überzeugungen bestimmten auch sein politisches Denken. Sein Denken als Pädagoge und Psychologe war von einem besonderen Menschenbild geprägt. Der Mensch ist laut Rogers im Kern aktiv und frei, die eigenen Lebenssituationen selbstständig zu bewerten. Darüber hinaus findet der Mensch einen Antrieb über die Selbstaktualisierungstendenz und vor allem den Bedürfnis nach positiver Wertschätzung. Demnach ist seine humanistische Pädagogik davon bestimmt, den Menschen frei und selbstbestimmt handeln und lernen zu lassen, sowie ihm die notwendige Wertschätzung zu geben. Nur so kann sich der Mensch zu einer sich verwirklichenden und voll handlungsfähigen Person werden. Personenzentrierte Psychotherapie und Lernen in Freiheit. Zwei Ansätze, die im 20. Jahrhundert sowohl die Psychologie als auch die Pädagogik revolutioniert haben und noch weiter im Denken um Therapie, Lernen und Didaktik wirken werden. Rogers Lebenswerk liegt vor allen Dingen darin, den Fokus der Psychologie und der Pädagogik auf den aktiven und freien Menschen zu legen und Vertrauen in die Aktualisierungstendenz und damit den inneren Antrieb des Menschen zu haben. So entbehrt sich die Notwendigkeit, das eigene Denken jemandem anderen aufzudrängen.